Die Deutsche Wirtschaft TV mit einem Interview mit Herrn Minister Wolfgang Tiefensee aus dem wunderschönen Bundesland Thüringen, wo Sie für Wirtschaft, das passt, und Wissenschaft zuständig sind. Vielen Dank, dass Sie zum Gespräch gekommen sind. Mit Ihnen möchte ich gerne sprechen über die Themenfelder Europa und Mittelstand. Fangen wir mit Europa an. In welcher Situation, eventuell kritischen Situation, befinden wir uns im Moment? Es gab Verwerfungen, gibt Verwerfungen, Brexit, Flüchtlingskrise. Wie ist Ihr Eindruck? Ist es kritisch oder sind wir in einem Erneuerungsprozess? Es wird ja immer so schön vom Haus Europa gesprochen. Und wenn ich mir die Mietparteien anschaue, dann ist da nicht die große Harmonie zu spüren. Im Gegenteil. Jeder arbeitet für seine eigene Wohnung, für sein Wohlbefinden. Die einen sind eher im Souterrain oder im Hinterhof, die anderen in der Belle Etage. Jeder denkt an sich selbst. Die Gemeinsamkeiten sind oftmals nicht zu spüren. Und die Rahmenbedingungen eines Mieters, der jetzt ausziehen will, und die Situation ringsherum, ich denke an Trump, aber nicht zuletzt an die großen Krisen in der Welt ringsherum, die werfen ihren Schatten natürlich in diese Wohnung, in dieses Haus Europa. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir die Gemeinsamkeiten stärken. Dazu braucht es eine Haltung und, wie ich einfordere, auch eine Vision für Europa. Wir müssen formulieren, was ist eigentlich unsere Zielstellung für die nächsten 10, 15 Jahre. Meine Zielstellung ist, dass wir einerseits dafür sorgen, dass es weniger Kellerwohnungen, weniger Hinterhof gibt. Ich habe als Ostdeutscher das erlebt, wie es ist, wenn man durch Finanztransfers in die Lage versetzt wird, eine Infrastruktur aufzubauen. Wir sprechen gleich über den Mittelstand, eine Industrie wieder aufzubauen. Und plötzlich entsteht aus einem da niederliegenden Bundesland ein starkes Bundesland. Der Föderalismus, den wir erleben in Deutschland, der lässt sich nicht eins zu eins, aber doch im gewissen Sinne übertragen. Und ich wünschte mir eine solche Haltung. Und das Zweite ist, Deutschland, Europa hat eine Verantwortung für die Welt. Wir betreiben Nabelschau momentan. Wir müssen unsere Aufgabe wahrnehmen, zum Beispiel im Feld der Corporate Social Responsibility. Wo kommt dieser Anzug her? Unter welchen Bedingungen wird er produziert? Aus Thüringen doch hoffentlich. Ja, aus Thüringen, aber wo ist er genäht? Ich war in Bangladesch, in Rana Plaza, ich war in Vietnam. Oder die Frage des Drogenhandels, die Frage der Kriege, des Hungers, das alles darf uns nicht kalt lassen. Wir merken es am Flüchtlingsstrom, dass da etwas auf uns zukommt. Und spätestens jetzt müssen wir sehen, wir müssen uns auch um die Ursachen kümmern. Das sind mal zwei Aufgaben, die ich für Europa sehe. Ja, aber ich möchte einen doppelten Einspruch erheben oder Sie fragen. Die kritischen Verwerfungen, die wir haben, unter anderem Brexit, aber auch die Diskussion, die wir in Deutschland haben, haben die nicht auch damit zu tun, dass wir vielleicht einen zu starren Weg Richtung Integration gehen? Gibt es nicht auch diese Sichtweise? Ja, das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen aus meiner Wahrnehmung. Also zunächst noch einmal, es braucht ein Leitbild, es braucht eine Erzählung, es braucht eine Vision, ein Ziel. Das ist nicht formuliert. Wir machen die Politik der kleinen Schritte, wir reagieren auf die Tagespolitik und haben eigentlich nicht die lange Perspektive. Ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, zum Beispiel, dass wir in Deutschland einen vergleichsweise hohen Wohlstand, einen vergleichsweise hohen Lebensstandard haben. Und diejenigen, die da top sind in der EU, die sind auch gern mal zufrieden damit. Die wehren ab, dass es Forderungen von anderswo geben könnte. Und so ist der Bevölkerung sehr schwer zu erklären, dass die Differenzen, die in Europa bestehen, dass die eigentlich zu unseren Lasten gehen. Wenn in den ersten 20 Jahren der Europäischen Union Spanien, Portugal, Italien aufgeschlossen haben, dann führt das zur Stärke nicht nur Europas, sondern auch Deutschlands. Und auch aus diesem Blickwinkel heraus muss man der Bevölkerung erklären, wir müssen ähnlich wie wir es im Land selbst Aufbau Ost gemacht haben, Verantwortung dafür tragen, dass diejenigen, die sich selber anstrengen, aber schwierigere Voraussetzungen haben, dass die aufschließen. Deutschland würde mehr zahlen müssen aus Ihrer Sicht. Ich glaube, es ist nicht mal so sehr mehr zahlen, sondern konkrete Investitionsprogramme auflegen, Institutionen in diese schwächeren Länder verlagern, vielleicht auch dieses oder jene Unternehmen dazu anhalten, ähnlich wie wir es in Ostdeutschland erlebt haben, durch bestimmte Rahmenbedingungen, die besser sind dann in diesen Ländern, dass man die Differenz in der Wirtschaftskraft vermindert. Also dann ist die Frage, wie schafft man dann eine solche politische Kultur, in der man auch solche Ziele, solche Programme hinbekommt, die schwächeren Länder schließen auf, müssen sich dann vielleicht auch wirtschaftlich bewegen. Es ist nicht unbedingt alles sehr gut gelaufen in den letzten Monaten und Jahren, wie Deutschland sich da bewegt hat.
Thema das Thema Flüchtlingskrise. Da fühlten sich gerade kleine Länder doch stark übergangen. Was für eine politische Kultur brauchen wir, dass Europa mit diesen vielen Mitgliedstaaten tatsächlich dann noch an einem Strang zieht? Also welche politische Kultur brauchen wir in Deutschland als stärkstes Land? Also zunächst in Europa noch 28 Mitgliedstaaten. Wenn wir uns wirklich als eine Familie empfinden oder als eine Hausgemeinschaft, dann brauchen wir eine innere Haltung, die das Interesse für denjenigen entwickelt, dem es noch nicht so gut geht. Und wenn wir in der Bevölkerung, und das ist Ihre zweite Sichtweise, wenn wir dort die Meinung erzeugen oder laufen lassen, das sind die faulen Griechen, das sind die faulen Rumänen, ja, und dort geben wir kein Geld hin. Also dieses wir stark und wir Attitüde und die anderen sind schwach. Wenn wir das einfach so laufen lassen, dann werden wir nicht eine Einsicht erreichen, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Differenzen in Europa minimiert werden. Und deshalb brauchen wir eine politische Kultur, die Solidarität den Schwächeren gegenüber, und zwar nicht nur in Europa, pflegt. Sie haben zu Recht den Flüchtlingsstrom angesprochen. Wir brauchen eine Solidarität auch mit den Ländern, wo die herkommen. Und das heißt, es muss interessieren, wie es dort aussieht. Und wir dürfen nicht starr stehen bleiben in der Abwehrhaltung. Ja, aber das heißt eben auch, dass das Interessenausgleich dann mit den kleineren Ländern vielleicht auch mal wahrgenommen und akzeptiert werden muss, wenn es einem nicht in den Kram passt. So ist es. Die Länder müssen sich anstrengen, genauso wie Ostdeutschland sich angestrengt hat. Aber sie werden auf lange, lange Sicht noch auf die Solidarität der Starken angewiesen sein. Die sind nicht stark, weil es vom Himmel gefallen ist und nicht nur, weil sie ganz besonders gut die Ärmel hochkrempeln können, sondern es sind oftmals historische Situationen oder die Einführung des Euro, die uns stark gemacht hat gegenüber den anderen. Und jetzt sollten wir nicht die Attitüde haben, wir sind hier die Besten und seht zu, wie ihr klarkommt, sondern wir brauchen Solidarität. Herr Minister, womit kann Thüringen punkten? Also, man muss doch sagen, es hat sich viel getan, aber von einer Angleichung der wirtschaftlichen Strukturen kann man ja in keinster Weise sprechen. Wir sind ja unter anderem Herausgeber von wichtigen Wirtschaftsrankings der 1000 größten Familienunternehmen, der 10.000 wichtigsten Mittelstandsunternehmen. Nach Zahlen ist es so, die neuen Länder liegen immer auf den letzten Rängen. Was muss passieren? Was können Sie politisch umsetzen als Wirtschaftsminister, dass es mehr Mittelstand, mehr Familienunternehmertum auch in Thüringen wieder gibt, was es ja einmal gab? Ich widerspreche Ihnen ungern, oder sollte ich jetzt sagen, ich widerspreche Ihnen gern? Ich hoffe, es wird ein Streitgespräch. Ich schüttle immer mit dem Kopf, wenn die Wirtschaftsprofessoren, die Wirtschaftsinstitute Ostdurchschnitt mit Westdurchschnitt vergleichen, das Bruttoinlandsprodukt heranziehen, feststellen, oh, große Differenz, Angleichung hat nicht stattgefunden, Geld in der Vergangenheit falsch investiert, neues Geld brauchen die nicht, hat sowieso keinen Sinn. Ich plädiere dafür, dass wir auf die Bundesländer schauen und andere Kriterien als nur das BIP heranziehen. Ich nenne Ihnen mal zwei Kriterien. Industriearbeitsplätze pro 1000 Einwohner. Thüringen, Sachsen, kommen praktisch von der Deindustrialisierung Anfang der 90er Jahre her. Und wussten Sie, dass die Anzahl der Industriearbeitsplätze pro 1000 Einwohner in Thüringen höher ist als in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Niedersachsen? Dass die Arbeitslosigkeit, zweites Kriterium, unter der von Hamburg, von Bremen, von Nordrhein-Westfalen liegt. Das heißt, schauen wir uns diese Kriterien an. Ich könnte jetzt über Patente pro 100.000 Einwohner reden, über die Wissenschaftlerdichte in Jena, die höchste neben Erlangen ist und weit, weit alle anderen überholt. Wenn wir diese Kriterien heranziehen, dann stellen wir fest, die ostdeutschen Länder und namentlich Thüringen an der Spitze Ostdeutschlands haben sich nicht zuletzt wegen der Unterstützung Westdeutschlands und Europas und aus der eigenen Kraft heraus gut entwickelt. Aber Sie haben recht, wir haben noch große Herausforderung. Genau. Ad 1, wir haben zu wenig große Firmensitze. Dadurch haben wir zu wenig Forschung und Entwicklung am Mittelstand. Das müssen Institute, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen auffangen. Wir haben ein riesen demografisches Problem. Das schlägt bei uns im Osten noch stärker zu Buche als in Westdeutschland. Wir haben ein Rentenproblem. Viele Menschen, die arbeitslos waren, wenig verdient haben, zwischendrin Altersarmut. Das sind alles Themen, die müssen wir in Ostdeutschland, also in Deutschland insgesamt, stemmen. Konkret, was sind so die Instrumentarien, mit denen Sie da arbeiten? Was können Sie tun? Ganz einfach. Wir haben zunächst mal die Gemeinschaftsaufgabe zur regionalen Wirtschaftsförderung, die sogenannte GAW.
Die Europäische Union schränkt die ein auf kleine und mittelständische Unternehmen. Die großen kriegen nahezu nichts mehr. Und so können wir in die Infrastruktur investieren, wir können den Firmen Equipment zur Verfügung stellen, wir können helfen, wenn es darum geht, Arbeitskräfte auszubilden, zum Beispiel auf die Digitalisierung. Also mit diesen Fördergeldern können wir eine Menge tun. Wir haben Start-up-Programme und die Start-up-Szene blüht, sie geht Schritt für Schritt nach vorn. Wir beschäftigen uns mit dem Problem der Nachfolge in den kleinen mittelständischen Unternehmen. Viele Unternehmer sind jetzt 25 Jahre am Start und scheiden aus. Und hier kann der Freistaat, kann auch Berlin etwas tun und nicht zuletzt auch beim Breitbandausbau. Das ist ganz entscheidend für uns, für den Wettbewerbsvorteil für die nächsten Jahre. Auch hier helfen wir. Also da können Unternehmen, die überlegen, sich zu verlagern und Niederlassungen aufzubauen, können in Thüringen interessante Projekte und Fördermittel finden? Richtig, sie sind herzlich willkommen. Und die Förderinstrumente, die wir haben, noch haben in Ostdeutschland, vielleicht sieht es in der nächsten Finanzperiode der EU ab 2020 anders aus, die sind so auskömmlich, dass es wirklich sinnvoll ist, seine Dependance nicht in Polen oder in Tschechien oder in Rumänien aufzubauen, sondern die hohe Qualität der Arbeitskräfte in Thüringen zu nutzen. Da ist quasi schon meine Anschlussfrage jetzt auch, wie positioniert sich jetzt Thüringen in dem Konzert der Bundesländer auf der einen Seite, aber auch im Konzert der Standorte in ganz Europa? Gibt es USPs, wie man so schön sagt, die Sie erkannt haben, wo Sie sagen, da wären Chancen für uns, wo wir was aufbauen, wo wieder noch mehr unternehmerisches Leben erblüht? Ja, wir haben den USP, dass wir mit Jena als Lokomotive über einen Standort verfügen, der einzigartige Wissenschaftsdichte, einzigartige Dichte von außeruniversitären Einrichtungen hat, die hoch qualitative, wissenschaftliche, anwendungsorientierte, wissenschaftliche Arbeit liefern. Punkt eins. Punkt zwei, wir verfügen über Gewerbeflächen, einzigartig entwickelt. Das ist, wer spät investiert, hat da gut investiert. Wir verfügen über viele, viele Standorte in Thüringen, über Mittelständler, die Weltmarktführer auf ihrem Sektor sind. Und alles das in der Mitte Deutschlands. Bei uns liegt die geografische Mitte und mit dem ICE-Kreuz, was wir jetzt im Dezember dann endgültig in Gang setzen, ist man, was weiß ich, in 1,40 in Berlin, in 2 Stunden in München, Frankfurt sowieso in der Nähe und Dresden auch. Also man kann überall hin, kann sich vernetzen und das sind die Vorteile und eine Kultur und Natur, wo ich Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern nur davon schwärmen kann, sie sollen kommen und sich's anschauen. Wir prüfen das nach, nicht? Nächstes Jahr, wenn unsere neuen Rankings veröffentlicht, dann gucken wir, was sich getan hat in Thüringen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja.